Der 12. Mai ist der Internationale Tag der Pflege. Ein guter Grund für uns als Sozialverband VDK, auf die Probleme der Pflege hinzuweisen. Schon heute wissen wir, dass ca. 100.000 Pflegekräfte in stationären Einrichtungen fehlen. Aber auch die Probleme in der ambulanten Pflege sind riesig, denn für viele Angehörige sind die täglichen Belastungen kaum zu schaffen. Deswegen fordern wir, dass die Ausbildung in der Pflege endlich kostenlos angeboten wird und dass die Bedingungen für Pflegekräfte verbessert werden. Denn nur so wird es möglich sein, Pflegekräfte für diesen so wichtigen Job zu gewinnen. Wichtig ist natürlich auch, dass die Bedingungen in der Pflege besser werden, dass also eine Pflegekraft nicht für so viele Menschen, gerade in der Nachtschicht beispielsweise, zuständig ist. In einem so psychisch und physisch aufreibenden Job ist natürlich auch die Vergütung ein wesentliches Argument, warum sich junge Menschen für den Pflegeberuf entscheiden. Wenn wir wissen, dass bis 2050 eine 500.000 Pflegekräfte fehlen, dann würde ich sagen, es ist heute höchste Zeit, an der Pflege anzupacken und die Probleme, die da sind, zu lösen.